wenn die Kunst sich nicht die Freiheit bewahrt, ne, auch ne, die Wahrheit oder irgendwelche Sachen sagen zu können, ne, wer sagt es dann? Ne? Also die Kunst hatte immer die Funktion, eben zu kritisieren oder irgendwelche Sachen in der Gesellschaft anzusprechen. Das ist mein Grabstein, ja, ein Obelisk. Hier stecken gute 2 Monate Arbeit drin. Ich bin Gabriel von Bethlen, ich mache Kunst, lebe hier in Nürnberg, habe beim Ottmar Hörl studiert, an der Akademie der Bildenden Künste hier in der Stadt. Wenn ich arbeite, denke ich erstmal 3 Wochen nach. Und dann kann es sein, dass ich 3-4 Tage so handwerklich das umsetze. Aber bei mir ist das Nachdenken ein großer Teil der Arbeit. Hier sieht man die totale meiner Pistoff-Arbeit, die ich im Juli diesen Jahres hier in Deutschland, Bayern, Oberpfalz in einer echten Kirche gedreht habe. Ich trage die Klappleiter wie Jesus, ja, sein Kreuz. Ja, und ich habe da wirklich den Altar entweiht, in dem ich drauf uriniert habe. Die katholische Kirche im Speziellen hat ja viele Verbrechen über die Jahrtausende begangen und ist nicht wirklich dabei, dass irgendwie ordentlich aufzuarbeiten oder sich zu reformieren. Also na, thematisiere ich das und arbeite damit. Ich habe es einmal gemacht und dafür ist das für mich auch abgehakt. Na, aber es war auch eine lange Auseinandersetzung, auch mit Dogmatismen der katholischen Kirche. Und da habe ich einen Weg gefunden, das meinen Unmut zu kanalisieren. Ich will die Welt verändern. Ich will nicht nur ein nettes Bild über dem Sofa liefern. Natürlich ist es mein Job als bildender Künstler, ein nettes Bild zu liefern. Aber ich packe da auch eine Aussage rein oder ich habe Vorschläge für die Veränderung unserer Gesellschaft und die packe ich in ein Bild. Vielleicht ist das Bild dann ästhetisch irgendwie nett und man hängt es über Sofa. Aber die Aussage ist primär. Ich mache nicht nur nette Bilder, nur um nette Bilder zu machen.